Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden nach dem Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Die Partie endete 1:0 für den FCN. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Cheftrainer, Alexander Schmidt von der SGD und Robert Klaus vom Club. Herr Klaus, ich würde Sie wie gewohnt um Ihr Statement zum Spiel bitten. Der Gast beginnt wie immer zuerst. Ja, hallo, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Ja, wir sind sehr glücklich und sehr froh über den Auswärtssieg. Wir wussten, dass es schwer wird. Dresden hat eine sehr gute Heimbilanz. Dresden spielt zu Hause richtig gut, nach vorn aggressiv. Das muss man in Schach halten. Wir haben selber auswärts noch nicht gewonnen. Zwar gepunktet, aber noch nicht gewonnen. Und jetzt haben wir den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Da sind wir sehr froh und glücklich drüber. Ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit konnten wir unsere Sachen gut auf den Platz bringen, die wir uns vorgenommen haben. Wir haben vernünftige Ballpassagen von hinten raus gehabt, haben immer wieder auch geschafft, die Seite zu verlagern. Spielen das Tor gut raus, das war wirklich schön, das hat mich gefreut. Hatten dann immer noch ein, zwei Momente, gerade im Umschalten, die wir liegen lassen, wo wir besser hätten den letzten Pass spielen oder die Entscheidung treffen können und gehen dann in die Halbzeit. Wollten genauso weitermachen. Und dann haben wir irgendwann den Moment verpasst, den Deckel drauf zu machen, waren da relativ schlampig im Ballbesitz, aber auch in Umschaltmomenten haben die Bälle nicht mehr gut gesichert und wurden dann tief reingedrückt, gegen Ende dann einfach ja, gegen die vielen langen Bälle, Standards, Flanken von außen, mussten wir sehr viel wegverteidigen, mussten ein, zwei brenzlige Situationen überstehen, freier Kopfball, der am langen Pfosten vorbeigeht, ein, zwei Eingaben, die im Zentrum gerade noch so geblockt wurden, mussten hart dafür arbeiten. Mich hätte es ja viel mehr gefreut, wenn wir die letzten 20 Minuten auch selber noch mehr Momente gehabt hätten, wo wir dann das 2-0 machen können, sind nicht mehr richtig rausgekommen. Aber das ist dann ja zu verschmerzen, wenn wir 1-0 gewinnen. Und deswegen sind wir sehr froh und sehr, sehr glücklich. Kompliment an Dresden für die Saison, aber auch wie sie es machen. Stellen jeden Gegner vor Probleme, sind unangenehm, haben immer die Chance zu gewinnen und deswegen sind wir sehr froh, dass wir hier auch gewinnen konnten. Danke. Vielen Dank für die Einschätzung zum Spiel. Alex, wie fällt dein Fazit aus? Ja, ich habe es ähnlich gesehen. Erste Halbzeit ging an Nürnberg, zweite Halbzeit ging an uns. Erste Halbzeit waren wir einfach von der Zweikampfrobustheit nicht so präsent. Ja, auch vom Spielerischen her war Nürnberg in der ersten Halbzeit besser. Hat bessere Ballstaffetten gehabt. Wir haben die Bälle nicht so gut festgemacht, beziehungsweise haben uns einige Fehler erlaubt, was das Kombinieren betrifft. In der zweiten Halbzeit dann natürlich ein Spiel mit anderen Vorzeichen. Ja, wir irgendwie griffiger, ja, wir haben dann einfach neuen Mut geschöpft. Wir haben gesehen, okay, wir kommen besser rein, ja, wir sind näher am Tor, ja, wir sind kurz vorm Ausgleich so gefühlt, ja, hat immer so ein bisschen ein kleines Ding hat immer noch gefehlt, dass wir richtig hinkommen und dann richtig diese Abschussmöglichkeit haben, dass wir einen Ausgleich erzielen. Insgesamt, wie gesagt, zwei unterschiedliche Halbzeiten, wobei es jetzt in der ersten auch nicht so gravierend war, ja, dass wir irgendwie hergespielt wurden, aber Nürnberg war präsenter. So wie es mein Kollege gesagt hat, das Tor haben sie gut herausgespielt. Ich weiß nicht, ob man da, was die Abwehrkette betrifft, ob man da so weit durchsichern müssen, dass am zweiten Pfosten dann quasi der Spieler blank steht. Das müssen wir uns einfach im Video nochmal anschauen, müssen wir nochmal analysieren, wie wir es besser machen. Aber insgesamt glaube ich, dass wir einen Unentschieden verdient gehabt hätten. Ja, eine strittige Situation hat es gegeben. Schiri hat ansonsten gut pfiffen. Ja, diese eine Situation habe ich anders gesehen. Aber ich weiß natürlich nicht, ob man dann mit diesem einen Mann mehr dann eben den Ausgleich erzielt hätten. Ja, nur so am Rande. Ja. Wollen jetzt da nicht nachtarocken, aber das habe ich ganz anders gesehen. Alex, vielen Dank. In Dresden ist die Pressekonferenz weiterhin virtuell. Das heißt, die Fragen der Journalistinnen und Journalisten werden schriftlich gestellt. Wir beginnen mit den Kollegen aus Nürnberg zunächst. Fadi Keblawi, eine Frage an Sie, Herr Klaus. War das Glück einer Spitzenmannschaft? Oh, in so Kategorien denke ich ja
denke ich ja nicht, ob das jetzt der Spitzenmannschaft, ja, nein, wir sind jetzt, glaube ich, Tabellenfünfter, haben 18 Punkte nach 10 Spieltagen gesammelt, das ist eine gute Bilanz, wir sind fleißig, heute hatten wir am Ende in den letzten 10 Minuten das Glück auf unserer Seite, ich glaube aber nicht, weil wir eine Spitzenmannschaft sind, sondern weil wir fleißig sind, weil wir gut gearbeitet haben, weil wir immer fleißig arbeiten, weil wir uns reinwerfen, weil wir alles dafür tun, und dann wurden wir heute dafür belohnt, und ja, in solchen Kategorien denke ich eher weniger. Nochmal, wir sind sehr froh und sehr glücklich über den knappen Auswärtssieg und ja, am Ende auch natürlich mit dem nötigen Glück. Und gegen Hannover hatten wir das Pech zu Hause und jetzt haben wir halt mal Glück gehabt. Der Kollege Fadi Keblawi hat noch zwei Anschlussfragen gestellt, auch an Sie gerichtet, Herr Klaus. Zum einen, was war das Problem in Hälfte 2? Und zum anderen, was hat den Ausschlag für Lukas Schleimer gegeben und wie sahen Sie ihn? Ja, Hälfte 2 hatten wir dann in den ersten 15 Minuten war es okay und dann mehr und mehr Spielzeit, hat dann Dresden mehr lange Bälle gespielt. Wir haben dann die zweiten Bälle nicht mehr bekommen, haben vor der Kette auch die Räume nicht mehr gut zubekommen, haben dann umgestellt auch auf eine Doppelsechs, damit wir da einfach mehr Präsenz haben, dass unsere Innenverteidiger nicht immer raus müssen in die Duelle gegen die Spieler, die da vor der Kette agieren, weil so entsteht ja dann auch die Situation, die zu dem Foul an der Strafraumgrenze führt, dass ein Innenverteidiger raus muss und dann der Ball dazwischen durchgeht, weil wir das Kopfballduell verlieren. Deswegen hatten wir da Zugriffsprobleme, wollten das korrigieren mit 2 Sechsern, aber es hat dann auch nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und die zweite Sache ist, dass wir die Bälle, die wir gewonnen haben, und da gab es einige, dass wir die zu schnell hergegeben haben und dann nicht mehr zielstrebig nach vorne spielen konnten. Wir haben dann entweder hinten rum gespielt oder dann die Bälle verloren. Das heißt, dieser Druck nach vorne, den wir in der ersten Halbzeit noch hatten, dass wir gut nach vorne rausgelöst haben, der hat uns dann einfach in der zweiten Halbzeit gefehlt. Lukas Schleimer hat eine gute Trainingswoche gehabt, hat auch bei der U21 letztes Wochenende gut gespielt. Wir wollten einfach mit 2 beweglichen Spielern, mit Mats und mit Lukas hinterm Erik Schuranov spielen, dass wir uns da weglösen von der Kette, dass wir aus einer zweiten Ebene auch hinter die Tiefe starten können. Das hat dann einfach den Ausschlag gegeben, dass wir heute mit nur einer klaren Spitze und zwei hängenden Spielern dahinter gespielt haben. Da variieren wir, das haben wir auch schon anders gemacht und deswegen ja, war das die Idee. Ich finde, er hat es gut gemacht, war fleißig, viel gelaufen, sich aufgerieben auch, hat auch ein paar Bälle in die Tiefe gefordert, hat nicht immer den Ball bekommen, aber trotzdem hat er seinen Job erfüllt, solange ihn die Füße getragen haben. Alex, es geht ja Weiter bei dir. Daniel Klein von der Sächsischen Zeitung und Thomas Narrendorf von der Dresdner Morgenpost fragen: Wie bewerten Sie das Foul von Christopher Schindler an Renzi Königsdörfer nach einer Stunde und die gelbe Karte? Ja, ich sage, habe ich ja vorhin schon angedeutet, ich habe es jetzt nur in Realtime gesehen, ich habe noch keine Fernsehbilder gesehen, aber alles, was ich gehört habe und was auch mein Eindruck war, war es eine rote Karte. Schiri hat zu mir gesagt, da hätte nur einer eingreifen können, das sehe ich halt nicht so, aber mein Gott, Schiri hat es jetzt so entschieden, brauchen wir uns keinen Kopf mehr machen, ja, ich habe es anders gesehen, er hat so entschieden und im Endeffekt ist so. Anschlussfrage von Thomas Narrendorf, ebenfalls Dresdner Morgenpost. Ist Ihre Mannschaft zu spät aufgewacht? Wie ist der Auftritt zu Beginn zu erklären? Ja, ich habe es ja schon gesagt, dass Nürnberg in der ersten Hälfte etwas besser war, etwas besser im Spiel war, aber von aufgewacht ist immer weit weg. Ja. Ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie jetzt total hergespielt worden sind oder dass wir da so katastrophal gespielt haben. Also wir waren halt nicht so gut wie in der zweiten Hälfte. Ja, wir waren nicht so mutig wie in der zweiten Hälfte, wir haben nicht so viel Personal nach vorne gebracht, im Spiel nach vorne, ja, war so gefühlt, waren immer so 3-4 Mann dabei, in der zweiten Hälfte waren gefühlt 8-9 oder 7-8 Spieler im Offensivspiel beteiligt, was natürlich auch den Ausschlag gibt für ein gutes Gegenpressing, was das Netz betrifft, fürs Gegenpressing, beziehungsweise mal für den zweiten Ball. Und das war halt einfach viel besser in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte waren wir einfach nicht so präsent, wie wir es uns gewünscht hätten, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Es geht weiter mit den Fragen von Bild Nürnberg und damit wieder an Sie gerichtet, Herr Klaus. Der Spieler Geis musste wegen seiner gelben Karte raus. Ist das richtig? Und die zweite Frage ebenfalls von der Bild aus Nürnberg. Ein Wort bitte zu Tim Handwerker, der in den letzten Monaten ja viel für seine Flanken kritisiert wurde. Ja, Geis haben wir rausgenommen, weil er einfach schon gelb hatte und dann viele Bälle genau in seinen Raum kamen, viele
50-50-Zweikämpfe, viele zweite Bälle, wo es dann auch mal einfach passieren kann, dass man dann ein blödes Foul macht. Und da wollte ich nicht, dass wir da einen Spieler haben, der sich zurückhalten muss. Und deswegen hatten wir dann einen Wechsel gemacht. Tim, freut mich für ihn, dass er jetzt den direkten Assist hat. Hat wirklich da fleißig auch dran gearbeitet. Muss da weiter auch noch dran arbeiten an der Entscheidungsfindung. Aber die Flanke, die er da gebracht hat, war wirklich gut. Und da habe ich ja schon mal gesagt, das Tor, was wir rausgespielt haben, freut mich sehr, dass wir da einfach eine Verlagerung hinbekommen haben, dann 2-1 hergestellt haben und dann am zweiten Pfosten dann auch den freien Spieler gefunden haben. Das hat mich sehr gefreut, wie wir das rausgespielt haben. Alex, es geht weiter bei dir. Frage von der Sächsischen Zeitung, Daniel Klein. 5 Niederlagen in den vergangenen 6 Spielen sind ein deutlicher Trend. Haben Sie Sorge, dass Ihre Mannschaft in einen Negativstrudel gerät? Nee, da habe ich keine Sorge, weil wenn man heute gesehen hat, wie die Mannschaft speziell jetzt in der zweiten Halbzeit gespielt hat, dann haben wir keine Sorge. Natürlich machen wir uns Gedanken und schauen, dass wir uns verbessern. Ja, so wie es der Kollege gesagt hat, wir arbeiten auch sehr fleißig, ja, wir sind auch sehr laufintensiv. Wir arbeiten an den Dingen, die wir verbessern müssen. Aber wir haben gewusst, ja, die Liga wird sehr hart, sehr eng. Und es gilt einfach, jedes Spiel konzentriert anzugehen und jetzt sich nicht Gedanken machen, wie ist die Bilanz jetzt der letzten Spiele. Ja, wir haben die Punkte, die wir haben, und die hat uns niemand geschenkt. Es war auch gegen sehr schwierige Gegner. Und darf man natürlich auch nie vergessen, wir hatten jetzt einige Spieler zu kompensieren, auch heute. Und ja, die Jungs, die reinkommen sind, haben es aber auch gut gemacht. Ja, also keine Panik, ja, ruhig weiterarbeiten, hart weiterarbeiten und positiv bleiben und das nächste Spiel wieder hundertprozentig vorbereiten. Die nächste Frage ist auch an dich gerichtet. Tim Schlegel, Bild Dresden, schreibt und fragt: Was gab den Ausschlag für Aidonis und gegen Mai? Beim 0-1 standen die Dresdner sowohl bei der Flanke als auch beim Schuss zu weit weg. Wie bewerten Sie die Szene? Wie bitter ist die Niederlage angesichts der drückenden Überlegenheit in Halbzeit 2? Ja, wie gesagt, das war jetzt keine Entscheidung gegen den Sebastian May. Ich weiß, was ich am Sebastian May habe. Es war einfach eine Entscheidung für den Toni. Ja. Toni hat es jetzt einfach verdient, erarbeitet. Er ist ein schneller Spieler, technisch gut, und ich finde, er hat es jetzt hervorragend gemacht. Er hat gut gespielt und das Tor kann man jetzt keinesfalls irgendwie aus dem Grund jetzt ableiten. Ja, es war einfach eine Flanke, langgezogene Flanke, eine Spielverlagerung und an zweiten Pfosten. Natürlich haben wir uns da nicht gut verhalten, aber ich glaube nicht, dass ein zentraler Innenverteidiger da eine Chance hat, das Ding zu klären. Wie gesagt, müssen schauen, ob man von der linken Seite, ob man da nicht einen Schulterblick einfach oder haben müssen, was da hinten steht. Ob man da so weit durchsichern müssen, was die Kette betrifft, oder ob man einfach da auf der Position bleiben. Das werden wir alles klären, das werden wir analysieren. Aber wie gesagt, ich weiß, was ich am Basti May habe. Er hat sehr gut gespielt, als er reinkam. Und es kann sich nächste Woche schon ändern, was die Formation betrifft. Aber im Abwehrbereich haben wir heute keinesfalls enttäuscht. Zur Formation ist, glaube ich, auch die nächste Frage, ebenfalls von der Bild, von Patrick Franz. Philipp Hosina hat erstmals statt Moritz Schröter von Beginn an gespielt. Was war der Grund dafür und wie zufrieden waren Sie mit der Leistung von ihm? Ich würde sagen, der Hosi hat eine solide Leistung gebracht. Er hat mal ein bisschen mehr. Natürlich, wenn man dann ausgewechselt wird, steht das natürlich quasi entgegen dieser Aussage von mir jetzt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Präsenz in dieser roten Zone gewünscht. Phasenweise hat er es mal zum Anfang gut gemacht, ja. Aber dann hat mir irgendwie so diese Präsenz gefehlt in diesem Raum, ja, was ihn ja eigentlich stark macht, das Technische. Und dann war es einfach eine Bauchentscheidung, dass man in der zweiten Halbzeit einfach was umstellt. Ja. Wie gesagt, er hat solide gespielt, ich kann ihm jetzt da keinen großen Vorwurf machen, er hat jetzt nicht irgendwie groß enttäuscht oder so, ja. Geht einfach weiter für ihn. Auch die nächste Frage ist konkret auf einen Spieler bezogen, ebenfalls von der Bild, Patrick Franz. Ich lese vor: Luca Herrmann hat nach seiner Einwechslung mit vielen Zweikampfgewinnen viel Schwung gebracht. War das aus Ihrer Sicht eine klare Bewerbung für die Startelf und wie hat er geholfen, dass die zweite Hälfte viel energischer angegangen wurde? Ja, ich finde schon, dass der Luca das sehr gut gemacht hat. Er ist einfach im Mittelfeld ein Unterschiedsspieler, der kreativ ist, der ein gutes Spielverständnis hat. Das hat er sofort angedeutet. Er war jetzt halt einfach leider länger verletzt. Aber wer sich erinnern kann, wie wir gestartet sind mit ihm, die ersten Spiele, da war halt der Luca einer unserer Leistungsträger, einer unserer Garanten für diese Serie zu Beginn. Und heute, was ich heute gesehen habe, das stimmt mir sehr positiv.
Wir kommen zur letzten Frage. Daher kurz der Hinweis an alle Kolleginnen und Kollegen auf der Pressetribüne. Falls noch etwas offen ist, dann gern jetzt in den Chat schreiben. Ansonsten, Alex, die letzte Frage geht auch an dich. Ist von Jochen Leimer, Dresdner Neueste Nachrichten. Sebastian May hat vorhin nochmal die Brechstange rausgeholt. Wessen Idee war das? Ja gut, jetzt vom Zeugwart war es nicht die Idee. Ja, also von wem soll es die Idee? Von uns Trainer halt, ja. Ich weiß, was der Basti kann nach vorne was bewegen. Und das hat er gemacht, er hat gute Aktionen gehabt, ja, und irgendwann haben wir halt entschieden, okay, wir kommen so nicht durch, ja, und was können wir machen, ja, die Nürnberger machen es gut, was mein Kollege gesagt hat, ja, sie haben ja dann mit Doppel-6 versucht, dass sie die rote Zone besser in den Griff bekommen, es war halt die eine Schlüsselszene, ja, wo der Ferner den Ball verlängert auf den Königsdörfer, wenn es halt einen Meter weiter vorne ist, gibt es 11 Meter, aber, ja, mit Basti May war es halt dann auch schwierig vom Gegner, glaube ich, das Ganze da im Zentrum zu verteidigen. Alex, vielen Dank. Herr Klaus, vielen Dank. Es sind keine Fragen mehr angekommen. Insofern unseren Gästen eine sichere Heimreise nach Nürnberg und allen Zuschauerinnen und Zuschauern noch einen angenehmen Sonntagnachmittag, Sonntagabend. Vielen Dank. Tschüss.